Willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Boxsportfreunde. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu The Show Must Go On Part 4. An dieser Stelle erst einmal ein großes Dankeschön an Stefan Frenkel, dass wir hier in der Bowling World die sogenannte Kick-Off-Pressekonferenz durchführen dürfen. Die Protagonisten sitzen schon neben mir. Am 25. findet die, wie gesagt, Show Must Go On Part 4 Gala direkt gegenüber in der Verti Music Hall statt und kein geringerer als Burim Süleymani zu meiner Linken, der CEO, nicht nur am heutigen Tag, sondern auch am 25.11. hat keine Kosten und Mühen mit seinem Team gescheut, um einen klasse Kampfabend für Sie vorbereiten. Burim, lass uns ganz kurz sprechen, ganz kurz ein paar einleitende Worte vielleicht von dir, bevor wir dann natürlich zu Tom Schwarz und auch zu Adrian Krasnitschi kommen. Ja, auch von mir, schönen guten Tag. Vielen Dank an Stefan für diese tolle Location hier. Ja, Berlin, Hauptstadt. Ich bin wirklich sehr glücklich und stolz, dass wir das hier machen in der Verti Music Hall. Und ich denke, das wird wirklich ein geiler Boxabend. Ja, also können sich wirklich die Boxfans in Deutschland auch freuen, definitiv. Absolut, da hast du vollkommen recht. Eine Sache noch vorweg vielleicht, Tyron Zeuge musste absagen, kannst du vielleicht gerade nochmal auflösen. Der ist krankheitsbedingt, was gibt es da genau zu sagen? Na, ich habe gestern die Nachricht bekommen, dass er krankheitsbedingt absagt. Ja, ist natürlich bitter, also für Tyron insbesondere, für mich auch, weil Berlin seine Stadt und war eigentlich... anders geplant, aber es ist nun mal so passiert. Das passiert halt beim Sport und es ist halt wirklich schade, auch für Teilnehmer. Das will man machen, es ist so, wie es ist. Ich hoffe, dass er gesund wird und dann geht es weiter, ja. Kann man nicht sagen, an dieser Stelle gute Besserung, Tyron Zeuge. Das Programm hat dennoch nicht gelitten. Kommen wir direkt zu dem großen Herrn, genau 1,97 Meter ist er groß, Tom Schwarz heißt er, ehemaliger Juniorenweltmeister der WBO, der WBC, lange WBA International und WBO Intercontinental Champion. Du wirst die Fäuste fliegen lassen, nachdem du dein Comeback am 23.09. auf The Show Must Go On Part 3 gegeben hast. Hartes Stück Brot weggehauen, gewonnen und bist wieder zurück. Wie viel Lust hast du auf diese Nummer, gerade hier Verti Music Hall? Ja, erstmal muss ich sagen, vielen, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Es ist eine tolle Atmosphäre und wo ich hier angekommen bin gestern mit den beiden hier, hat mich das ein bisschen auch an Las Vegas erinnert, die ganzen Säulen mit meinem Gesicht drauf und das war schon echt cool. Ja, zu meinem letzten Kampf war ich natürlich, hätte ich nicht gedacht, dass er so einen harten Kopf hat, ich bin jetzt immer noch ein bisschen die Knöchel an der Faust weh und ja, ich habe gerechnet eigentlich so 8 ohne K.O., ja. Aber das wird diesmal anders. Diesmal schicke ich meinen Gegner auf jeden Fall starten. Das kann ich versprechen. Da freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Und der gut aussehende Herr ist kein geringerer als der frisch gebackene deutsche Meister im Halbschwergewicht, Adrian Krasnitschi. Schön, dass du da bist, Adrian. Im 5. Profikampf hast du in Magdeburg dir den großen Traum des deutschen Meistertitels erfüllt. Hättest du aber gerne ein bisschen länger geboxt, oder wie war das da genau? Ja, also es war ein schönes Gefühl, deutscher Meister zu werden. War auch für eine Profikarriere relativ früh eigentlich, aber das zeigt einfach, dass wir boxerisch schon so weit sind, um so einen wertvollen Titel zu boxen. Und ja, wir haben uns eingestellt auf 10 Runden. Ich war auch wirklich topfit, Gewicht hat gepasst. Und ja, so ist halt im Boxen. Manchmal gehen sie halt runter, wenn man hart trifft. Und ja, Boxen ist unberechenbar und sowas passiert. Genau, wie sehr freust du dich? Wird ja auch ich komme gleich noch auf ein paar andere Boxer und Protagonisten. Nick Hannig kann leider auch nicht da sein. Enrico Kölling wird noch die Fäuste fliegen lassen. Und Rico Müller aus Eberswalde wird mit dabei sein. Also klasse Kampfkarte. Wie sehr hast du Lust hier am 25.11.? Ich meine, wie Tom schon angesprochen hat, wir sind gestern Abend mal ein wenig schlendern über die Plaza gegangen. Und dann hat man natürlich, es war schon so ein bisschen Feeling. Man hat überall die Plakate gesehen und hier mal geguckt und da mal. Hat schon einen Drive, oder wie siehst du es? Also für mich ist es natürlich ein ganz neues Gefühl. Klar, Tom hat wahrscheinlich schon damit Erfahrungen gemacht, wo er gegen Tyson Fury in Vegas geboxt hat. Und er hat seinen Traum eigentlich schon damals erfüllt, was mein Traum noch ist, also mal in den Hall of Fame zu boxen. Und es hat schon so einen kleinen Vorgeschmack. Also es ist schon cool, hier am Mercedes-Benz-Platz rumzulaufen und zu sehen, da hängt überall dein Gesicht und die Menschen erkennen dich, die wissen, dass du am 25.11. hier bist. Und das motiviert mich auch. Und ich bin auch wirklich bereit dafür, hart zu arbeiten und am 25.11.
werde ich auf jeden Fall unter Beweis stellen, dass ich nicht nur in Deutschland zu den besten Halbschwergewichten gehöre, sondern auch in Europa. Und ja, vielleicht wird dann auch nächstes Jahr ein deutscher Halbschwergewicht mutig genug sein, um gegen mich zu boxen. Da drücken wir die Daumen, Tom, vielleicht für dich noch eine kleine Prognose. Ist ja dann die letzte große Veranstaltung von FIDE Sports, bevor dann nochmal angegriffen wird im nächsten Jahr. Weißt du schon was über Gegner? Kannst du denn schon was sagen? Ich weiß den Gegner, der hat auch schon mal einen besiegt, von meinem Ultimate Fighter hat er besiegt, auf einer SES-Veranstaltung. Und ja, den boxe ich jetzt, in Albaner, wie heißt er? Christian Demay. Ja, den boxe ich jetzt. Und Albaner auch, ja. Und ja, wird ein schöner Kampf, also ist auch ein stabiler Junge, und aber der Kampf findet nicht im Schwergewicht statt. Im Bridgerweight, du wirst um die 101 Kilo, ja, und da gibt es ja dann auch Pläne, vielleicht in der Zukunft ganz nach oben zu gehen. Ich habe den Vorschlag einfach mal so im Raum geworfen, weil ich wollte immer schon mal ein bisschen besser aussehen vom Körper, und dann dachte ich, komm, ich gehe mal runter, aber ins Große ist mir noch ein bisschen zu weit. Cool, dass jetzt Bridgerweight gibt die Gewichtsklasse, und da habe ich zu oben gesagt, weißt du was, wir nehmen jetzt einfach mal ab bis 101 Kilo und gucken ein, zwei Kämpfe, wie das da ist, und dann lass uns doch einfach mal den Boden ausfordern, der WBC-Weltmeister. Dann werde ich dann Weltmeister und dann komme ich ins Schwergewicht zurück. Da sind wir sehr gespannt drauf, was da alles passieren wird. Ist auf jeden Fall einiges möglich, und bis ins Cruisergewicht bei 90,7, das ist natürlich dann bei deiner Statur bei 1,97 Meter. Wir gucken, wie ich mich wohlfühle. Ja. Vielleicht gehe ich auch ins Mittelgewicht. Das wäre dann 76,2, das ist so meine Gewichtsklasse ohne hier. Aber okay, an dieser Stelle würde ich sagen, Burim, du kannst gerne noch mal ein bisschen vorausschauen auf die Kampfkarte. Nick Hannig ist gerade gekommen, den würde ich gerne noch dazu bitten. Nick, komm zu, und wenn uns einer vielleicht mal einen Stuhl reichen könnte.